Ja, hi ho und willkommen zurück, meine lieben Mondfreunde und Mitglieder der NASA zu To the Moon. Ja, ich konnte es mir nicht verkneifen. Dank Dr. Watts komischen Sprüchen habe ich jetzt mal auch einen rausgehauen. So, wir sind da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, nämlich im Kino, wo John schon ziemlich jung war. Noch ziemlich jung war, besser gesagt. Also wir sind in der vorletzten Etappe schon. Von hinten an gesehen. Also in der zweiten Etappe vom Anfang aus gesehen. Und wir können schon mal nicht in die Toiletten reingehen. Wir können mal gucken, was John zu sagen hat. Oh, warte. Ich rede nur mit einem Emo-Teenager. Grammatik, mein lieber Watson. Sei bloß ruhig. Grammatik ist ja nicht mal ein ganzer Satz. Lass uns einfach nach Mementos schauen gehen. Ich rede immer noch nur mit einem Emo-Teenager. Ja. Da können wir was abgreifen. Nein. Die verschwinden nur. Was tust du? Das ist jetzt die dritte Person, die du entfernt hast. Ist doch nichts Endgültiges. Okay, wir dürfen nicht, sollten nicht zu willkürlich einfach Personen entfernen. Also, wir finden dadurch jemand Wichtiges. Du weißt, dass es nichts bringt, sie so zu beseitigen, richtig? Wo ist denn dann das... Wo ist dann das Problem? Ah, da unten ist... John. Versetzt worden. Das ist der Moment für ein Polaroid. Du kannst dich gut in deinesgleichen einfühlen, wie ich sehe. Hey, ich will ihm eine Freundin basteln. Können wir ihm nicht eine Freundin basteln, Eva? Nein. Och. Okay. Ihr zwei seid leider auch nicht wichtig. Sagt er gleich wieder was? Nein. Du läufst rum. Was ist mit dir? Hast du was Wichtiges für uns? Nope. Tja, wir können nicht über den Tresen. Hier ist nichts. Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ich fürchte, wir müssen ihn nochmal ausquetschen. Viel Erfolg. Wenigstens sind hier diesmal keine Oliven. Ja. Ah, da kommt Wolver. Wolver. Du warst die ganze Zeit da drin? Ich habe vorher auf dich gewartet. Ich dachte schon, du wärst nicht gekommen. Warum bist du rausgegangen? Warum bist du rausgegangen? Ich dachte, wir wollten den Film gemeinsam sehen. Was? Das sollte ich dich fragen. Wie meinst du das? Wir haben den Film zusammen angeschaut und plötzlich bist du rausgegangen. Wir haben ihn nicht zusammen angeschaut. Ich wusste doch nicht mal, dass du hier bist. Wenn du mich gesehen hast, warum bist du nicht zu mir gekommen? Was macht das für einen Unterschied? Wir haben uns denselben Film in demselben Raum angeschaut. Hahaha. Was hast du? Du bist so merkwürdig. Möchtest du den Film jetzt nicht mehr mit mir zusammen anschauen? Klar will ich das. Komm, lass uns reingehen, bevor er vorbei ist.
Ja, definitiv die Krankheit von River. Ich habe das Gefühl, ich sollte jetzt eine clevere Bemerkung machen. Dein Gefühl täuscht dich. Hoffentlich wartet drinnen die nächste Mitfahrgelegenheit. Wir nehmen aber die andere Tür. Schon wieder das Schnabeltier, hä? Ja. Doing. 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 Und öffne dich, Sesam. Vorbereiten. So, mal sehen, wie gut ich mich diesmal anstelle. Das dreht die da um. Jo, und hat auch was gebracht. So. Und Zeitsprung. Wenn ich ehrlich bin, ich glaube, dieses Schnabeltier wächst mir so langsam ans Herz. Das kommt vom Wotz. Hauptsächlich aus praktischen Gründen, aber immerhin. Ja, das ist die hauptsächlichste Erinnerung bis jetzt, das Schnabeltier. Und Hasen. So, wir sind wohl in der Schule. Komm schon, Junge, du hast keine Eier. Ja, es fängt gut an. Doch, das schon. Hör mal, vielleicht war das doch keine so tolle Idee. Ach Gott, was soll denn schon passieren? Denk doch mal nach. Das Schlimmste, was passieren kann, sie sagt nein. Stell es weiter, als ob du nie, als ob nichts wäre. Niemand würde es jemals erfahren. Und daher halte ich immer noch für cool. Und wenn sie jemand davon erzählt oder mich anschreit, jetzt reißt sie zusammen, du Verschlappen. Oder wenn sie ja sagt, aber eigentlich nein meint, jetzt mach mal halblang. Wer tut denn sowas? Und wenn sie mir eine Enzyklopädie ins Gesicht schmeißt? Ich habe nicht mal einen Helm dabei. Oh Gott, ich bin so dermaßen schlecht vorbereitet. Alter, keine Panik. Bauch rein, Brust raus und hör auf, dich wie ein Waschlappen aufzuführen. Genau, sag ihm, wo es lang geht. Alles wird gut, dreh dich einfach um. Alles klar. Hey, was tust du? Psst. Hallo. Hallo. Kannst du mich hören? Ja. Wieso hast du dann nicht... Ach, egal. Ein ganz schön cooles Schnabeltier hast du. Was liest du da? Ein Buch. Über Schnabeltiere? Nein. Oh, das finde ich super. What? Hey, bist du vielleicht Leuchttürme? Was? Es gibt noch genau 16 Leuchttürme mit Fresnelschen Linsen zweiter Ordnung in unserem Land. Ja, das ist sehr interessant. 9 von ihnen sind an der Küste und einer war vor seinem Umbau ein historischer Leuchtturm mit Kerosinlampe. Ach so, darum geht es in deinem Buch. Sehr spannende Unterhaltung. Sag mal, möchtest du vielleicht mal irgendwann mit mir zusammen ins Kino einen Film ansehen? Ich weiß nicht. Schon okay, du kannst in Ruhe darüber nachdenken. Kann ich nicht. Warum? Kein Datum, keine Uhrzeit. Oh naja, wie wäre es mit diesem Samstag um 8? Na? Eva, ich glaube, das System hängt. Ja. Oh, klasse. Schon gut. Ich nehme an, die Einzelheiten klären wir dann später.
Tja, ich werde dann mal. Was? Was schaust du mich so erwartungsvoll an? Hm? Du meinst sicher, dass ich jetzt noch einmal ausspreche, wie unglaublich peinlich diese Vorstellung war? Vergiss es, den Gefallen werde ich dir nicht tun. Lass ihn doch, er war eben noch ein Kind. Gerade du solltest ja wissen, wie man sich da fühlt. Was soll das denn heißen? Halt die Klappe, wir müssen weiter. Halt die Klappe ist nicht mein Name. Ein Plüschschnabeltier. Naja, vielleicht wenn man es aus dem richtigen Winkel betrachtet. Nein, absolut nicht. Nichts zu machen. Ja, aber es gibt uns schon mal ein Memory-Fragment. Ein Plüschschnabeltier. Gibt es eigentlich neue Notizen, die ich übersehen habe? Ja, Johnny ist auf jeden Fall Hochzeitstag wurde ein Hase überfahren. Anja ist der Leuchtturm. Höhenangst, also. Watts hat Höhenangst. Wow, jetzt ist Dr. Neo Watts ein echt cooler Typ. Johnny Spitzname. Buchreihe über Rivers Störung. Im Inventar haben wir nichts Neues. Da kriegen wir auch, glaube ich, selten was Neues. Ja, Uhren ticken, etwas, das River nicht leiden kann. Charaktere sind immer noch gleich. Johnny geht's noch gut. Was zum Teufel war das denn, Mann? Wieso, ich habe mich verabredet. Gott, das war ja erbärmlich. An der Stelle wäre ich da einfach reingepasst und hätte die Kleine sofort klar gemacht, ungefähr so. Hey, du, ausgehen. Ich, du, jetzt. Sind wir jetzt Neandertaler geworden? Das ist einfach schrecklich, ja. Ich weiß, aber es wäre immer noch besser als das, was du gerade durchgezogen hast. Hat sie dir eine Enzyklopädie ins Gesicht geschmissen? Na, hat sie. Halt die Klappe, Mann. Siehst du, ich bin nicht die Einzige, die Leuten immer sagen muss, wann sie die Klappe halten soll. Und plötzlich fühle ich mich geliebt. Ja, was? Oh, der Kunstunterricht. Leonardo da Vinci hat geübt, indem er Eier malte. Fässer sind wie sehr große Eier. So gesehen werdet ihr alle sehr große da Vincis. Nein. Großer Gott, wie konnte ich mich nur von dir überreden lassen, dieses dämliche Fach zu nehmen? Ach komm, stell dich nicht an, das macht Spaß. Nur wenn man malen kann. Übung macht den Meister. Klar, sicher. Nach diesem Schwimmer werde ich nie wieder einen Pinsel in die Hand nehmen. Hör auf zu mosern. Ich bin mir sicher, du wirst lernen, es zu mögen. Ja, also er malt wirklich Kunst. Er malt ein trauriges Smiley mit bunten Haaren. Ich hoffe, das kann man nachher einigermaßen erkennen. So, da können wir raus. Niemand. Was kommt jetzt? Wirklich niemand. Wenn das so ist. River, warum gibst du uns nicht die Antwort? Ich weiß, dass du die Antwort kennst. Wir warten, River. Na schön, dann müssen wir wohl. Er stach am 3. August 1492 in See von der spanischen Stadt Palos de la Frontera aus, die 1322 gegründet wurde und an Alvar Pérez de Guzmán fiel, der zu diesem Zeitpunkt gerade das 14. Lebensjahr erreicht hat. Ist gut, ich wollte nur das Datum. Seht ihr, war das jetzt so schwer? Ja, da geht's wahrscheinlich um Christoph Kolumbus. Lieber Himmel, haben alle Leute wie Sie so ein fast fotografisches Gedächtnis? Nicht wirklich, obwohl ich glaube, dass Ihr Mustergedächtnis oft sehr ausgeprägt ist. Ja gut, hier ist nichts mehr weiter. Computerraum. Sowas gab es in der Zeit schon. Was zockt ihr? Psst, sie kommt zu uns rüber.
Alt-Tab. Nur die Zahl Tab erhalten. Sie kommt zu uns rüber. Alt-F4. Alt-Tab, ja. Notizen, Alt-Tab, Lebensretter. Ja, definitiv Lebensretter. Abgeschlossen. Cafeteria nur in den Mittagsstunden geöffnet. Können wir eine Uhr manipulieren? Oh Gott, der Sportunterricht. Das wär's bei ne das war's. Beim nächsten Mal solltet ihr Flaschen mal besser etwas besser sein. Eine Aula, die könnten wir für uns für später gebrauchen. Ich kann nicht glauben, dass die Spielfeldmarkierungen in seinem Kopf rechteckig sind. Ja, die sind normalerweise rund. So, komischerweise, den konnten wir aktivieren. So, was kriegen wir von den beiden? Uff. Na schön, du hast gewonnen. Hurra. Ja, Liegestütze, Wettkampf. Nichts für mich definitiv. Ich habe Sport nie gemocht in der Schule. Ich weiß aber trotzdem, dass eigentlich die Spielfeldmarkierungen beim Basketball rund sein sollten, nicht eckig. Weil von hier aus zu werfen ist irgendwie komisch. So, Cafeteria hat offen. Also machen wir einen kleinen Zeitsprung. Und da sind die beiden wohl beim Essen. Und da oben ist Wolver. Klar ist sie was Besonderes. Besonders langweilig nämlich. Ich meine, schau sie dir doch mal an. Wie sie da sitzt, allein den ganzen Tag mit dieser gruselig deformierten Ente als Plüschtier. Das ist keine deformierte Ente, das ist ein Schnabeltier. Ein was? Hör auf, die Tiere auszudenken. Wie auch immer, sie ist so dermaßen neben der Spur. Als wäre es von einem anderen Planeten oder so. Ich weiß, ist das nicht cool? Sicher, wenn man auf Elis und solche Zeug steht, dann wahrscheinlich schon. Aber mal im Ernst, wenn du durchgeknallt sein willst, warum hängst du nicht einfach mit den Emos und Koffix rum? Naja, zum einen, weil ich... zum einen will ich mir nicht die Haare ruinieren, also schwarz färben. Und die Tatsache, dass wir schon unsere Schubladen für sie haben, macht es nicht besser. Sieh mal, Nick. Ich will einfach kein durchschnittlicher Junge in einem Ozean durchschnittlicher Leute sein. Warum zum Hölle sollte es denn deine Identität ändern, mit ihr zusammen zu sein? Ich meine, du wärst dann einfach ein Typ, der mit einem schüchternen Mädchen rumhängt. Sie ist nicht einfach nur schüchtern, Nick. Irgendwas an ihr ist anders. Oh ja, es legt wieder die dramatische Musik ein. Naja, anders zu sein ist auch nicht immer so toll. Weißt du denn überhaupt, ob sie das wirklich will, anders sein? Vielleicht will sie einfach nur dazugehören, so wie alle anderen auch. Und wenn das so ist, wäre es nicht hilfreich, sie in die andere Richtung zu drängen, oder? Hör mal, Nick, die Sache ist die, ich weiß, was ich brauche. Und dieses Mädchen hat es. Also willst du sie, weil sie etwas hat, aber nicht um ihrer selbst willen? Das ist eiskalt, Mann. Ich hoffe nur, du weißt, was du tust. Ich weiß es. Ich glaube übrigens, du hast Unrecht. Die Menschen sind nicht durchschnittlich. Jeder ist auf seine Art etwas Besonderes. Da pflichte ich dir zu. Manche sind besonders große Esel. Das erzählen doch nur irgendwelche Omas. Moment mal, dieser Typ ist also eine Art Hipster, der sich an andere Menschen dran schwanzt? Das ist irgendwie verstörend. Weißt du, manchmal möchte ich unseren Kunden eine ordentliche Kopfnuss verpassen. So ist die Highschool, jeder ist ein Bastard. Aber hey, willkommen im Club. Warte mal, darum ging es also bei dem Gespräch an der Klippe.
Vermutlich. Dann kriegt sie einen Sprung in der Schüssel und begann diese unheimlichen Hasen zu basteln, stimmt's? Weil er ihr diese ewig zurückliegende Sache gebeichtet hat, man könnte sie durchaus als Nachtrag bezeichnen. Nein. Mein Gefühl sagt mir, dass da noch mehr ist. Dann hol schon mal deinen Hut, Sherlock. Komm, ich glaube, unsere Mitfahrgelegenheit lehnt da vorne am Tisch. Ja, das ist das Memento. Also der Rucksack mal wieder. Jedes Mal, wenn dieses Ding auftaucht, ist ein kostenloser Memory-Link mit dabei. Ich liebe es. Wahrscheinlich ist die Narbe, die es auf seiner Seele hinterlassen hat, mindestens so groß wie die auf... Die ist auf seiner Seele, wie die auf meiner. Von dem Hintergrund mal abgesehen, ist es ziemlich erstaunlich, dass die beiden tatsächlich in der Highschool zusammenkamen. Wie viele von diesen Pärchen bleiben heutzutage schon länger als einen Monat zusammen? Hm? Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Mit meinem Mädels lief es damals alles glatt. Aha. Sogar, dass sie mir im Handumdrehen alle wieder entglitten. Klingt, das könnte es stimmen. Gut. Ich beneide ihn. Sein Schulfreund war immer noch da, als sie beide schon grau wurden und half bei Umzügen mit dem Piano. Ich wünschte, ich hätte auch noch Kontakt zu den Freunden aus meiner Kindheit. Jo. Das heißt, wieder ein Memory Link aktivieren. Gar nichts? Wirklich nicht? Nein, wirklich nicht. Mir geht's gut. Kame. Oh Gott, was zum Mann ist. Hame. Hey. Uncool, Eva. Piep nochmal. Man stört niemals jemanden bei in einem Kamehameha. Was? Ja, und durch. Wer kein Dragon Ball kennt. So, Memento vorbereiten.